Geh mal in die Mitte. Ja, genau, und da steht ihr jetzt halt. Wo? Mach das scheiß Licht an. Da, siehst du es mal. Wo? Da. Oi, da. Jetzt haben wir. Warte, dich. Fix. Ich wollte jetzt mal mein Bier. Ja. Ach, beste Bier, Leute. Gott. Corona. Extra. Eigentlich wollte ich ein ganz anderes Video drehen, aber es wird gerade so spannend. Und wo geht's jetzt da wieder zurück? Nicht, dass ich die Mama über den Tisch da, ja. Oh shit. Oh shit. Lauf. Mach die Tür zu. Geh hin und drück X. Nee. Ja, Mann, hast du meine Biersammlung eigentlich schon gesehen? Ja. Leute, gönnt euch mal. Letzter Stream. War nice. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Flo, habt ihr schon gesehen? Sag mal hallo. Hi. Flo ist am Start. Freunde, ich habe mich jetzt wieder ein paar Tage nicht bei euch gemeldet. Mir ging es gesundheitlich leider nicht so gut, ist aber überhaupt nicht das Thema. Heute gibt's, ihr habt es im Titelbild oder im Titel schon gelesen, ein entspanntes Unboxing. Hier hinten liegt auch schon das Paket. Ich wollte eigentlich in Ruhe heute dieses Unboxing drehen, also Amazon-Paket hat mich erreicht. Bloß Flo zockt hier gerade auf entspannt Outlast. Falls ihr das nicht verpassen wollt, wenn wir das nächste Mal zusammen zocken, schaut bei mir auf Twitch vorbei, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, in der Zeit, wo der Flo zockt, also ich hoffe, die Musik stört euch nicht, packen wir das Paket hinter mir zusammen aus. Es wird geil. Ich weiß nicht, ob ich das ins Titelbild schon reingepackt habe. Und zwar ist euch vielleicht mal aufgefallen, die ganzen Vlogs, die ganzen Random Vlogs, Auto Vlogs, was auch immer, habe ich ja mit dieser Kamera gedreht. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier fünfmal durch mein Studio laufe. Und mir ist immer aufgefallen, bei verschiedenen Frequenzen oder bei verschiedenen Aufnahmen, dass ich irgendwelche Störgeräusche hatte und ich wusste nie, an was es liegt, woher die kommen, und ich vermute mal, dass es an meinem Mikrofon liegt, weil ich habe alles schon versucht bzw. ausprobiert, um den Fehler zu beheben, habe es irgendwie nicht geschafft, deswegen, hier Freunde, ich habe mir was Neues bestellt, ich würde sagen, wir packen es auf entspannt jetzt aus, Flo zockt dabei weiter ein bisschen Outlast und Bier ist natürlich auch am Start. Ich stelle euch jetzt noch irgendwo hier entspannt hin und dann würde ich sagen, beziehungsweise ich mache das jetzt random aus der Hand. Wir packen das zusammen aus. Ich bin gehypt, Freunde. Es steckt hier sehr viel Geld drinnen. Preis werde ich euch am Schluss noch sagen und ich würde sagen, let's go. Wir brauchen auf jeden Fall, Freunde, unser geliebtes Unboxing-Messer. Das Objektiv tun wir mal weg. Freunde, hier habe ich noch einen Greenscreen. Da wird auch demnächst was passieren. Seid auf jeden Fall gespannt und ich würde sagen, ich versuche das jetzt mal mit einer Hand und packe das entspannt aus. So, mehr ist eigentlich gar nicht drin. Neues Mikrofon für die Kamera ist am Start, Freunde. Die Karton, den lassen wir hier unter dem Tisch verschwinden. Ich würde sagen, wir packen das Ganze mal aus. Ich werde aber jetzt euch noch kurz mein allererstes Mikrofon zeigen, was ich mir damals für die Canon-Kamera gekauft habe. Warte mal, was wollte ich? Ich wollte dir noch irgendwas kurz zeigen. Alter, wie stinkt's denn hier drinnen, Mann? Schmeckt's. Der schmeckt so ekelhaft, das Bier. Also Freunde, ich habe hier mein allererstes Mikrofon, was ich mir damals für meine Spiegelreflexkamera gekauft habe. Kennst du das noch? Nee. Nicht mehr. Ist von der Marke Texter und ich muss sagen, die Soundqualität ist so schlecht. Also nichts gegen die Firma oder so, aber im Gegensatz zu diesem Mikrofon, was ich gerade auf der Kamera habe, ist die richtig, richtig schlecht. Und jetzt, wie gesagt, habe ich mir ein neues bestellt. Die ein oder anderen, die sich vielleicht ein bisschen damit auskennen, wissen, dass Rode Marktführer ist von Mikrofonen bzw. von Kameramikrofonen. Und ich habe mir jetzt das Video Mic Pro gekauft. Wie gesagt, zum Preis kommen wir gleich.
Es gibt ja noch das Pro Plus, war aber deutlich teurer und habe ich nicht eingesehen, so viel Geld dafür auszugeben, obwohl das schon übelst teuer war. Und ich würde sagen, wir machen, sollen wir mal das alte anstecken? Dein Ernst? Unterm Videodreh. Ich will meinen Pulli nicht runter tun. Stimmt nicht. Ja, das sagst du. Ich habe ja mir das Video Mic Go, glaube ich heißt es, von Rode, damals für 50 Euro gekauft. Das habe ich auch jetzt immer benutzt, bloß ich hatte immer diese Audio-Probleme und ich vermute mal, dass es von diesem Mikrofon kommt. Jetzt werden wir mal ein bisschen rumtesten und zwar, wir werden jetzt einmal das Mikrofon abmontieren, dann werden wir nur das Mikrofon von der Kamera benutzen. Hier riecht es leicht säuerlich. Das ist nicht das Bier. Nein, das ist... Das ist das Maisbier. Boah, das riecht aber auch ekelhaft. Dann werden wir einmal mein allererstes Mikrofon anschließen und zwar das von Texter. Und zu guter Letzt werden wir dieses Video Mic Pro anschließen und ich hoffe, dass ich diese Soundprobleme nicht mehr habe. Also, das ist jetzt das Mikrofon, was ich immer benutzt habe, ohne Windschutz, also Video bzw. Rode Micro Go, keine Ahnung wie das heißt. Wenn ich den Windschutz drauf tue, Safety first. Sieht das aus wie so eine kleine Ratte oder sowas. Und das Problem war immer, dass dieser Wuschel, wenn wir draußen irgendwie einen Vlog gedreht haben oder so, dass der direkt in die Linse gehangen ist. Und deswegen hört ihr eigentlich gerade auch den Ton von der Kamera. Also richtig, Digga. Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Er soll Kameramann kurz spielen und er dreht. Macht das mal vor. So filmt er mich. Das ist, er hat nur eine Aufgabe, mich zu filmen und dreht die ganze Zeit mit dem Stuhl hin und her. Jetzt habt ihr den Ton von der, oder das Mikrofon von der Kamera intern gehört und jetzt hat, Freunde, haltet euch die Ohren zu, jetzt wird's richtig schlimm. Freunde, jetzt hört ihr die Tonqualität von dem Texter, glaube ich, ist das, oder? Versteht ihr auf der anderen Seite? Texter, richtig schlecht. Und ich würde sagen, wir schließen jetzt das Rode an. Ich bin so gespannt auf die Qualität von dem Sound. Weil, wenn die mich nicht überzeugt, wenn die schlechter ist als von diesem Mikrofon, werde ich das wieder zurückschicken. Ich habe das Ganze über Amazon Warehouse bestellt. 50 Euro günstiger. Wie gesagt, zum Preis kommen wir gleich. Hier haben wir einmal Anleitung. Ich glaube, die liest überhaupt keiner durch. Boah, stinkt das. Das riecht so leicht nach Sushi oder sowas. Ja, ohne Scheiß. Okay, ich muss sagen, das ist schon hart billig verarbeitet. Das ist alles Plastik. Und man hat hier, ich weiß nicht, ob der Flo das jetzt, kriegst du es drauf? Sieht man's? Also man hat hier die Einstellung, die Dezibel zu verringern, auf 0 zu stellen und auf plus 20. Und hier kann man das Mikrofon auch an- und ausschalten. Und man muss anscheinend hier irgendwo Batterien reinpacken. Jetzt ist nur die Frage, das haben viele schon geschrieben, aber man muss das... Alter, wie scheiße ist das denn gemacht? Man muss das hier nach oben drücken. Schau mal, wie behindert das gemacht ist. Boah, hier drin stinkt das Loch sogar nicht mehr. Was? So richtig salzig. Also ich weiß nicht, was Rode sich dabei gedacht hat. Nach gefühlt 2 Stunden haben wir es geschafft. So sieht das Mikrofon ohne diesen Popschutz aus. Und jetzt kommt der spannendste Moment. Ich hoffe, die Qualität passt und ich habe diese Störgeräusche nicht mehr. So, Freunde, neues Mikrofon ist dran. Ich bin wirklich gespannt auf die Soundqualität. Wie gesagt, wir haben noch nichts eingestellt. Wir haben jetzt die Dezibel auf 0 gestellt. Ich werde das Ganze ja dann beim Schnitt sehen, ob ich noch irgendwas verstellen muss, ob ich die Dezibel irgendwie noch nach oben boosten muss. Kann man ja an dem Mikrofon einstellen. Der Preis ist heiß, Freunde. Normalerweise kostet dieses Mikrofon, jetzt muss ich selber gerade schauen, weil ich weiß es leider nicht mehr, bezahlt habe ich, weiß, es interessiert euch alle immer, 117 Euro, also 40 Euro gespart ungefähr, 42 Euro gespart. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, auf den Ton, auf die Soundqualität und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Flo und ich werden jetzt noch hier entspannt eine Runde Outlast zocken. Ich habe mega Bock. Schaut bei uns auf Instagram vorbei. Flo sein Account und mein Account ist unten verlinkt. Schaut auf Twitch unbedingt vorbei, bin ich täglich eigentlich am Streamen. Es wird demnächst auch wieder bald einen DJ-Livestream geben mit Flo. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Freunde, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Peace.